Hallo und willkommen zurück bei Anno 2205 beim Strategiespiel von Ubisoft. Wir spielen hier weiter in unserer modernen riesigen Stadt hier, wo wir noch mehr Leute aufsteigen lassen könnten, was auch immer. Ich habe hier ein bisschen neu Design, ein bisschen die Stadt noch weiter ausgebaut. Und zwar aus gutem Grund. Oh, es geht doch. Wir haben nämlich unsere ganze Industrie haben wir auf eine andere Insel verschoben, einfach weil wir es können. Und werden jetzt von da aus die Materialien zuschicken lassen. Hier gibt es jetzt eine kleine Veränderung der Stadt von der Ansicht her. Ich glaube, hier passt auch noch ein Häuschen hin. Dann kommt hier auch eine Straße hin. Auch diese Firma hier wird nachher an einen anderen Ort versetzt natürlich. Das gefällt mir so gar nicht, wie es da gerade ist. Und da werden wir es auch rausnehmen, denn diese Ecke hier werden wir auch noch auffüllen mit Häusern. So. Und hier haben die nur große Gebäude Platz. Ja, ich muss nur schauen, dass eine Straße dahin geht. Ja, bis hierhin geht's. Gut. Jetzt sollen die Leute mal einsteigen. Wasser geht wieder zurück. Das Wasser ist voll ausgebaut. Das Wasser ist auch voll ausgebaut. Wir haben noch irgendwo einen Wasseranbauplatz. Da hinten wird es noch. Machen wir doch hier noch Wasser hin. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Ja, mach ich doch. Ich weiß, ich habe Missionen offen. Ich habe ziemlich viele Missionen offen, glaube ich. Aber solange sie nicht zeitbedingt sind, möchte ich jetzt hier eigentlich wirklich das Zeug sie voranbringen. Und wir könnten jetzt eigentlich weitermachen. Wir sind fast im Gleichgewicht, die Verjüngungskuren. Wir sind nämlich drüben beim Anbauen, sind wir bei den Administratoren hängen geblieben. Das heißt, jetzt kommt das hier noch, damit wir das auch auf die neue Insel rüber verlegen können. Und das Gebiet, würde ich mal sagen, kommt jetzt einfach da hinten hin. In der Straße quer nach hinten. Und die Verjüngungsding will ich jetzt am Wasser machen. Hier unten wäre es eigentlich auch schön. Die Insel ist groß, eigentlich müsste ich da die Stadt drauf bauen. Ach ja. Die Insel ist viel größer, ne? Das ist doof, dass man am Anfang das die andere Insel gekriegt hat. Naja, egal, sonst können wir ja immer noch eine zweite Stadt anfangen. Ich will einen Wasserbauplatz. Da oben wäre zwar auch einer eigentlich. Und hier unten nicht. Da kann man keine Brücke rüberziehen, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir da hoch. Einfach mal zu diesem Bauplatz. Und, jetzt mal verflixt, ich falle einfach immer wieder drauf rein. So, dann kommen hier die Algen hin. Und die bauen wir auch gleich aus. Zwei Grafen. Wir haben übrigens wieder Grafen gekriegt. So, ich glaube, das ist schon voll ausgebaut. Und dann kommt das hier hin. Das braucht wieder Transportmittel natürlich. Ich weiß, jetzt kommt dann gleich die Meldung. Ja, ich will schneller sein auf die Meldung. Oh oh. Verflixt. Platz. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Was du nicht sagst. Wie diese Transporte, das ist verrückt, wie viel man von diesen bauen muss.
Bis es da mal eine größere Ding gibt und ausbauen kann man sie nämlich auch nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Naja. Irgendwann wird hier die ganze Insel voller Transporte sein wahrscheinlich, aber zu ist wenn man Platz. So, hier nochmal zur Ansicht. Algen produzieren wir jetzt im Überschuss. Das heißt, die müssen jetzt diese Firma, dieses Ding hier so weit ausbauen, bis wir es nicht mehr im Überschuss produzieren. So. Algendingens voll ausgebaut. Oh, was? Der Strom geht zurück. Das gibt's ja gar nicht. Oha. Das heißt, wir müssen hier irgendwo Strom. Da machen wir da vielleicht so. Oder wir gehen auf die andere Insel rüber. Haben wir kein zweites Kraftwerk. Hier ist das einzige. Wir haben hier noch einen Anbauplatz. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Ich weiß. Gegenmaßnahmen empfohlen. Das bringt uns wieder 300. Und der Ausbau ist, glaube ich, auch nicht so teuer. All das wir an Geld kriegen momentan, das ist schön. So, haben wir ein bisschen Energie, damit können wir arbeiten. Sieht's aus hier, die Algen immer noch im Überschuss. Das heißt, wir werden hier das durchziehen. Und müssen dann wohl oder übel... Ah, jetzt. Drohnen nicht, Akkumulatoren. Alles installiert, probier's aus. Diese Updates. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch 36 im Plus. Okay. Das heißt, dann bauen wir wahrscheinlich nochmal eine. Oder Lager vielleicht noch. Oder ich reiße einfach die da drüben ab, natürlich. So, wie sieht es jetzt aus? Immer noch plus 20 der Algen. Das heißt, wir könnten das schon noch ausbauen hier. Machen wir halt nochmal. Noch mehr von denen. Plus 12 haben wir noch. Plus 6. 0. Perfekt. So ist das perfekt. Ah, nein, das will ich nicht. Falls wir das noch ausbauen wollen, will ich nämlich hier den Platz frei haben. So, und das letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind die Spritzen. Die Spritzen. Diese Anlage kommt hier hin. Ist ein bisschen ein komisches Gebäude, aber damit hat es genau hier Platz. Das soll nämlich auch auf 0 gehen. Dazu reiße ich die hier hinten mal ab, damit wir diese bessere Kontrolle drüber haben. Dann mache ich das hier auf. Und jetzt momentan machen wir minus 12. Doch, das geht jetzt gleich ins Plus. Plus 4. Und wir müssen diese grünen Dinge, die wollen wir wegbringen. Bis das auf 0 geht. Nur 8. Hä? Und 0. So. Somit wird das eigentlich perfekt ausgebaut. Straße lasse ich mal sein. So, und von dem haben wir jetzt hier ein plus 36. Das heißt, jetzt sind wir bei unserem Bauhorvorhaben da zu Ende. Das heißt, als nächstes kommt die Manager und das ist jetzt was Neues. Und der Bereich kommt dann wohl hier mitten in die Mitte rein, würde ich mal so sagen. Für das benötigen wir Rinderfarmen. Na, Transporte natürlich wieder. Sind wieder Knäbe hier? Oh. Gebiet gesperrt. Okay, aber jetzt haben wir das 96. Das ist wahrscheinlich reicht das nicht so weit, weil ich habe gesehen, der braucht ziemlich viel. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der Sojafarm. Und die machen wir hier hin.
31. Meine Fels. Plus die Ritterform. Und das Weibgut. 38. Noch mehr Transporter bauen. Was soll denn das? Plus 6000 sind wir, okay, aber ich glaube, das geht hoch, weil es müssen jetzt auch mehr Bewohner einziehen. Gleich. So, jetzt mal hier wieder anschauen. Jetzt kriegen wir Fleisch. Wir sollten eigentlich Sojabohnen kriegen. Nein, das ist auf 0, weil wir gleich viele. Ja, warte mal. Für was braucht es eigentlich Sojabohnen? Ah, Rindfleisch verbraucht also noch Sojabohnen, okay. Was ist denn das? Vegetarisches Rindfleisch. Einen haben wir. Das heißt am Schluss noch die Fleischproduktion. Hey. Die Luxuskostproduktion. So, und das alles ist, glaube ich, im Plus eigentlich. Nein, im Minus. Okay, das heißt, wir geben hier ein Upgrade dazu. Bei der Rinderfarm. Wir geben hier ein Upgrade dazu. Bei der Sojafarm. Du lässt mich in der Sache nicht hängen. Nein, so natürlich was nicht. Dann geben wir hier auch noch ein Upgrade dazu. Und hier auch noch ein Upgrade. Die Firmenaktien steigen. Boah, ich hab's einfach mal 60.000 bekommen, okay. So, wir sind aber immer noch im Minus, bis auf das, bis auf die Nahrung. Das heißt, wir machen überall noch ein Upgrade. Das war also ziemlich teuer. Wie kostet das? Der Strom geht zurück. Nein, nein, nicht jetzt. So, genügend Strom, aber keinen Grafen mehr. Okay. Haben wir noch Fabriken zum Abreißen? Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenig Luxuskosten. Ja, da bin ich gerade dran, das auszubauen. Lieber Herr Tutorial. Dafür brauche ich aber das Luxuszeug. Aber wir haben ja hier eigentlich alles gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter zu unserem Weltraum-Dingens. Das habe ich ja versprochen, dass wir das auch jetzt noch machen. Und sonst haben wir nämlich hier 25 Superlegionen. Lass was drauf, so viel steht fest. John Rafferty beginnt. Hoffentlich können hier alle gut anpacken. Informierst du über Kolonie-Shuttles, Startraketen. Okay. Es gibt noch viel zu tun. Besitzen Sie 30 Grafen? Ja, scheiße, ich habe jetzt so viele Grafen ausgegeben. Kaufen Sie Grafen von einem Händler? Stimmt, das könnten wir eigentlich. Schön, dass du vorbeikommst. Wir kaufen dem einfach alles weg. Erfolgsliste aktualisiert. Okay, ich glaube, das ist der einzige Händler, wo wir Grafen kaufen können. Der Kommunikator. Ach, schon gut, mein Freund. Das sind bestimmt nur die von der Zollbehörde der Global Union. Rufen sicher wieder an. Die sind wirklich verdammt hartnäckig. Okay. Mal schauen, wie weit das der Weltraum. Der Hafen hier schon ist. Den können wir gleich ausbauen, vielleicht. Mal schauen, ob dann tatsächlich ein Raketenplatz hier steht. Und zwar. Jetzt. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Nein, wir brauchen 30 Grafen. Okay, das heißt, wir müssen hier schnell. Wir könnten auch einfach irgendwas abreißen. Weil wir haben ja gerade so viele Grafen verbraucht. Oder wir beenden optionale Aufträge. Das heißt, wir könnten in den Krisensektor gehen, da schnell ein Ziel erreichen. Das ist ein optionaler Auftrag wahrscheinlich. Und dann bekommen wir auch Grafen. Ich glaube, das tun wir schnell in der nächsten Folge. Und dann steht hier bestimmt schon die Raumhafen, die Rampe für die Rakete. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ah, da ist auch was. Befestigen Sie über Foxconn-Sensor-Drohne im Kraftschiff.
zu dem Drohnensignal und haben sie verteilt Überreste, bringen sie die Fracht zu ihm. Wo ist eigentlich mein Schiff? Ah, das ist die Drohne. Okay, mach mir der nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich. Tschüss. Bis morgen oder so. Ja, bis morgen. Es kommt jeden Tag eine Folge. Also bis dann. Tschüss.